Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem dritten Zuschauerrennen in Jurassic World Evolution. Und die Kandidaten stehen hier wieder bereit. Ich habe sie an euch natürlich wieder ausgelost. Aber wer diese Kandidaten sind, das erfahrt ihr gleich erst. Denn wir müssen erstmal ein paar Änderungen wieder besprechen, die wir bei diesem Rennen haben. Und zwar fahren wir diesmal bei Nacht, wie ihr schon sehen könnt, die Autos am Scheinwerfer an. Das sollte aber gar nicht so viel Einfluss hier auf das ganze Geschehen haben. Ansonsten hat sich die Strecke soweit nicht geändert. Ist noch relativ lang, so wie beim letzten Mal. Und das wird, glaube ich, wieder ein sehr, sehr spannendes Rennen. Zu den Punkten sei nochmal gesagt. Der erste Platz kriegt 10 Punkte, wie gehabt. Der zweite 9, der dritte 8, der vierte 7 und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spiel ja. Wer den Sprung hier vorne schafft, der bekommt 2 Bonuspunkte, auch wie beim letzten Mal. Also das ist, denke ich mal, eine gute Sache, wenn man das hinbekommt. Und wir machen natürlich wieder ein Teamrennen. Das heißt, wir haben hier einmal Team Retro, Team Blau, Team... Oh. Okay, ich habe es nur aufs Tor gezeigt. Ich dachte, ich habe euch jetzt schon die Namen verraten von den Jeeps. Team Rot, Team JWE und Team Orange. Ich kann jetzt gerade nicht drauf zeigen, weil sonst verrate ich euch schon die Namen. Das will ich nämlich gleich erst machen. Obwohl, wir können das eigentlich jetzt direkt machen. Kommen wir direkt zu den Jeeps hier. Die haben gerade Scheibenwischer an, weil es regnet. Fangen wir hier vorne an bei Team Retro, dem ersten. Das ist Chaos-Fan 44 FF. Ich glaube, dreimal F nur, ne? Ich glaube, da habe ich mich vertippt. Bin mir aber gerade nicht sicher. Egal, sei bitte nicht böse, wenn es falsch ist. Du weißt ja, dass du gemeint bist. Ich kann es ja im Nachhinein noch ändern. Dann haben wir Team Blau, den ersten. Dino Herz. Team Rot, der erste. Drache Schwarz. Team JWE. Ender MW. Team Orange. Jerry 03. Team Retro, der zweite. Das ist Morgcrafter. Dann Team Blau, der zweite. Das ist Philo3Play. Oder Philoe. Ich weiß es nicht, was es genau heißen soll. Oder Phil03Play könnte auch sein. Bin ich mir gerade nicht sicher. Und Team Rot, der zweite. Das ist Sandra Hammerschmidt. Oder Schmied. Oh, Schmidt eigentlich, ne? Nicht IE. Und JWE, der zweite. Das ist Typhoon Kelesoglu. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Schwieriger Name. Und zu guter Letzt haben wir hier, oh, VIP. Da haben wir keinen. Ich habe mir nämlich überlegt, ich will meinen VIPs, die meinen Kanal unterstützen und supporten, einen kleinen Vorteil bieten. Das heißt, der 10. Platz geht hier auf jeden Fall an meine VIP raus, die unter das Video geschrieben haben. Also ihr müsst auch als VIP unter das Video schreiben, also Hashtag BR. Und dann bekommt ihr die exklusive Chance nochmal auf diesen Sonderplatz hier. Den werden wir jetzt live auslosen, wer das sein wird. Und die Chancen für die Kandidaten stehen sehr, sehr hoch, denn es haben nur 2 VIPs einen Kommentar geschrieben, nämlich Zelda-Fanboy und Lekröte. Einer von den beiden wird hier den letzten orangenen Jeep übernehmen. Und wer das sein wird, das finden wir jetzt heraus. Ich drehe das Ganze und da bin ich sehr gespannt, wer hier der letzte Kandidat werden wird. Und es ist Lekröte. Herzlichen Glückwunsch. Du bist der letzte Kandidat von Team Orange. Ich blende das Ganze aus. Nenn den Jeep um und dann haben wir hier unsere Kandidaten bereit. Lekröte. So, da stehen unsere Kandidaten. Falls ihr nicht dran gekommen seid, seid bitte nicht traurig. Ich werde noch öfter Rennen machen mit einer anderen Strecke und sowas. Also ihr habt auf jeden Fall noch öfter die Chance hier mitzumachen. Und ich würde sagen, jetzt geht's los. So, meine Freunde, das hier ist die Strecke. Also die ist sehr, sehr lang. Der Sprung gibt wieder Bonuspunkte. Und dann muss man sich hier einmal komplett durchschlängeln. Und wir werden jetzt gleich die Tore eröffnen und dann startet das Ganze hier. Wie viele Ziegen sind denn hier schon? Weil normalerweise werden das ja immer mehr. Ja, schon einige. Und ich würde sagen, wir schnacken jetzt gar nicht lange. Wir fangen soweit an. Wir gehen direkt in den Aufnehmen-Modus, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal. Wobei, wir machen das nicht im Aufnahmemodus. Wir gehen so hin. Wir müssen uns jetzt beeilen. Die Kandidaten werden jetzt gleich direkt losfahren. Und jetzt kommt es wieder sehr darauf an, wer hier den besten Start hinbekommt. Oh, der eine Team Orange bleibt schon mal stehen. Team Rot kommt gut durch, Team Retro kommt gut durch. Dahinter Team Orange. Und die beiden bleiben jetzt hier nochmal stecken, ineinander. Es wird hier diesmal ein engeres Feld werden, glaube ich, als beim letzten Mal. Obwohl Team Rot sich jetzt schon ein wenig absetzen kann. Ja, da hinten, die drängeln sich da wirklich durch. Steht noch einer am Start? Nee. Jetzt sind alle bei dem einzelnen Tor und versuchen da irgendwie durchzukommen. Team Rot ist vorne mit Drache Schwarz. Und jetzt geht's an den Sprung hier. Wer wird ihn schaffen? Drache Schwarz schafft ihn leider nicht, ist aber auf Position 1. Morgcrafter schafft ihn leider auch nicht, Position 2. Phil
schafft ihn leider auch nicht. Was ist denn los heute? Und die Kandidaten haben hier ganz schön Probleme hochzukommen. Typhoon auf Platz 4. Dino Herz versucht es, schafft es aber nicht ganz. Auf Platz 5. Sandra schafft es leider auch nicht. Scheint schafft es heute keiner. Doch, da kommt ein Kandidat und der schafft es. Herzlichen Glückwunsch. Chaos-Fan hat es geschafft. Sehr gut. Und direkt der nächste. Und oh, was ist da los? Die Kröte. Chaos-Fan fliegt hier richtig hoch, aber fliegt nicht aus der Strecke raus. Ist nur um die Kurve geflogen. Interessant. Und nochmal plus 2 Punkte für Jerry. Man kann die Farben viel, viel schwerer erkennen, weil es Nacht ist. Und sind jetzt schon alle Kandidaten durch? Tatsächlich. Also das Feld ist diesmal wirklich sehr, sehr dicht beisammen. Ich habe ja extra hier diesen Wasserbereich gemacht, um das Ganze ein wenig hier Zeit zu schinden, damit wir in Ruhe den Sprung beobachten können. Ich hoffe, hier ist kein Kandidat weggeglitscht. Das sieht mir so wenig aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nee, sind alle noch da. Also das Rennen geht wie gehabt weiter. Ich glaube, 3 Kandidaten haben es jetzt geschafft, den Sprung. Das war schon wieder gar nicht mal so schlecht. Am Anfang haben sie sich ein bisschen schwer getan, aber dann haben sie sich ja noch gefangen. Und jetzt hat hier der Erste das Wasserbecken geschafft. Das ist Morkcrafter im Retro-Jeep. Wird jetzt hier an den Velociraptoren vorbeifahren. Oh, die könnten ihn hier bedrängen. Und das tun sie auch. Also sie halten ihn ja auf. Oh nein. Sie haben ihn hier voll in die Enge gedrückt. Da verliert jetzt wertvolle Zeit. Und Team Rot kann aufholen. Und kann jetzt eventuell vorbeiziehen hier. Eieiei. Die Raptoren, die haben hier gerade gar keine Lust, die Jeeps durchzulassen. Aber Morkcrafter schafft es jetzt, dran vorbeizufahren. Hinter ihm ist Drache Schwarz. Und dahinter ist nochmal Team Retro. Also Team Retro hat hier wirklich eine gute Position. So, Morkcrafter ist durch. Die anderen Kandidaten, oh, die kommen auch so nach und nach. Also sind nicht weit entfernt. Es könnte sich hier noch alles ändern. Aber Team Retro hat hier momentan die Nase vorne soweit. So, Sinoceratops-Gehege kommen wir jetzt. Jetzt wird es auch wieder spannend. Die stehen hier ordentlich im Weg. Also das wird, glaube ich, schwierig hier für Morkcrafter. Ja, der will jetzt hier außen rumfahren, was vielleicht auch smart ist. Na, ein bisschen nach rechts noch. Und Team Rot kommt jetzt und überholt ihn. Ja, das sieht gut aus. Also, Drache Schwarz zieht vorbei. Und dahinter kommt schon der zweite von Team Retro. Aber Drache Schwarz übernimmt hier die Führung vor Morkcrafter und Chaos Fan, die beiden im Team Retro. Aber die haben ja auf jeden Fall die besten Positionen. Also wenn sie im Team Platz 2 und 3 erobern, dann, oder ergattern am Ende, dann sollte das hier eigentlich kein Problem darstellen. Jetzt kommt hier gleich der große Sprung über das Brachiosaurus-Gehege. Und ihr seht schon, hier sind wirklich zahlreiche Brachiosauren am Start. Oh, der Drache Schwarz springt schon mal gar nicht. Werden wir gleich die anderen springen sehen, weil das kann wirklich Zeit kosten, wenn man hier nicht springt. Boah, der hat ganz schön viel Vorsprung ausgebaut. Nicht schlecht. Morkcrafter springt auch nicht. Sie kommen jetzt hier ins Troodon-Gehege. Da brettern sie aber so durch, wie es aussieht. Da hinten ist... Doch, da springen schon die ersten Kandidaten. Wir können ja gleich mal, wenn wir am Ende von diesen Huggeln sind, können wir mal kurz Stopp machen und gucken, wie die Positionen momentan sind. Der Morkcrafter ist auf jeden Fall auf Platz 1. Hinten wird Team Retro ganz schön aufgehalten. Also der Morkcrafter kann hier seine... Drache Schwarz, Entschuldigung. Ich kommentiere voll falsch. Mittlerweile ist ja Drache Schwarz vorne. Drache Schwarz kann hier seine Führung ordentlich ausbauen. Nicht schlecht. Aber er scheint jetzt hier einige Probleme an den Hügeln zu haben. Aber ich glaube, Team Retro hängt immer noch im Troodon-Gehege. Und jetzt macht hier Drache Schwarz einen Mega-Jump. Holy moly. Aber kommt hier nicht wirklich weit. Also es hat ihm nicht so viel gebracht. Springt jetzt hier nochmal. Wir warten mal noch ganz kurz hier den Kurs ab. Gut, da schlängelt er sich jetzt in Ruhe durch. Und wir machen mal ganz kurz hier Pause und schauen mal eben die Position. Also Team Rot ist auf Platz 1 und dicht gefolgt. Na, was heißt dicht? Er hat schon den Abstand ordentlich ausgebaut hier von Team Retro. Einmal, glaube ich, Morkcrafter und Chaos-Fan waren das. Und dann kommt Team Blau, auch zweimal, nicht schlecht. Dann kommt Team JWE und Team Orange. Zweimal Team Orange. Und was kommt dann? Ist hier noch irgendeiner? Oh. Die Steuerung ist gerade ein bisschen schwierig. Wo sind denn die anderen Kandidaten? Das gibt's ja gar nicht. Ich habe das Gefühl, hier fehlen schon wieder welche. Egal, wir gucken mal in der anderen Perspektive mal eben schnell. Glaube ich, alle hier in dem Troodon-Bereich dann gewesen? Oder sind irgendwie welche weggeglitscht? Weil das kann natürlich auch passieren, ne? Oh, das sieht mir ganz danach aus. Ich glaube, hier sind Kandidaten... Nee, die hängen hier hinten noch fest, im Sinoceratops-Gehege. Eieiei, okay.
Das sieht nicht gut aus für Ender und Sandra. Die sind sehr, sehr weit hinten. Aber wir verfolgen das Ganze jetzt wieder weiter. Aus der Sicht von Drache Schwarz. Der ist ja hier der Erste. Entscheidet sich für das T-Rex-Gehege. Und fährt jetzt hier unter den brüllenden T-Rex durch. Nicht schlecht. Durch das Wasser. Aber hier müsste noch ein weiterer T-Rex sein. Ja, der steht hier oben. Der ist auch am Brüllen. Jetzt geht's ins Ziegengehege. Das kann nochmal wertvolle Zeit kosten auf jeden Fall. Eieiei. Muss er sich hier durchschlängeln, aber hier sind wirklich viele Ziegen mittlerweile drin, ne? Ja, die Ziegen versuchen ihn hier aufzuhalten, aber er fährt da teilweise auch einfach durch. Ganz locker easy. Jetzt kommen neue Ziegen nach. Das ist für die Leute, die gleich noch kommen, natürlich nochmal schwieriger. Aber ihr seht schon. Ach ne, da kommen gar keine Ziegen mehr. Okay, ich glaube, wir haben das Maximum erreicht in dem Gehege. Das wusste ich gar nicht, dass es ein Maximum gibt, wenn ich ehrlich bin. Da kam einfach nur eine leere Lieferung gerade, so wie es aussah. Und ich glaube, den Sieg lässt sich Drache Schwarz auf jeden Fall nicht mehr nehmen. Da im Hintergrund sehen wir die Spinos ordentlich am Rennen. Hier ist noch Team Retro am Start, oder? Ja, zweimal Team Retro. Team Blau hat jetzt aber aufgeholt, also nicht schlecht. Drache Schwarz fährt jetzt hier vermutlich sehr, sehr sicher den Sieg nach Hause. Also da kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Ach ja, zu gewinnen gibt es übrigens wieder für die ersten beiden natürlich einen 5 € Amazon-Gutschein. Das habe ich gar nicht erwähnt. Aber das kennt ihr ja schon, das machen wir immer so. Okay, Drache Schwarz springt jetzt hier den vorletzten Sprung, glaube ich. Ne, hier kommen nochmal einige Hügel. Und dann kommt nochmal das Strommastenparadies, wie ich es immer nenne. Überspringt jetzt hier den einen Hügel, perfekt. Und gegen das Tor nochmal, das ist, kostet natürlich nochmal Zeit. Aber der Vorsprung ist so groß, also da sollte nicht mehr viel anbrennen hier bei Drache Schwarz. Fährt jetzt hier ohne Probleme, ich denke, den kürzesten Weg hier durch. Also das hat er gut gemacht. Und hier ist die Ziellinie, die wird er jetzt überqueren. Und somit hat hier Drache Schwarz den ersten Platz. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt kommen die anderen Kandidaten. Da haben wir einmal Team Retro mit einem Megasprung durch die Strommasten durch. Chaos-Fan ist Zweiter. Der war vorhin, glaube ich, noch Dritter. Hat sich jetzt hier den zweiten Platz gesichert und fährt über die Ziellinie. Im Hintergrund sehen wir auch wieder ordentlich Jeeps springen. Also es geht hier ordentlich ab. Und das wird hier nochmal richtig knapp. Morgcrafter kämpft gegen Team Blau mit Phil und Team Orange. Aber Morgcrafter setzt sich durch, hat damit Platz 3. Und Team Blau scheint mir... Was ist denn jetzt hier los? Da springt auch einer. Genau, Phil, der hat den Platz 4. Jerry, Platz 5. Und dann kommt hier der nächste von Team Orange. Das ist Lickröte, der den VIP-Platz gewonnen hat. Der wird sich hier den nächsten Platz sichern. Dann kommt Typhoon auf Platz 7 oder 8. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Und jetzt werden wir nochmal sehen, wer hier ganz hinten ist. Hier ist auf jeden Fall nochmal Team Blau, Dino Herz. Springt jetzt hier auch nochmal durch die Strommasten. Das haben die beim letzten Mal doch nicht gemacht, oder? Krass, dass die jetzt hier alle so in die Lüfte befördert werden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und damit überquert auch Dino Herz die Ziellinie. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt geht es hier nochmal um den letzten Platz soweit. Wo haben wir sie denn? Oh, sind jetzt auch schon auf der Zielgeraden. Das wird hier nochmal eng werden zwischen Sandra und Ender. Sandra fährt jetzt hier durchs Tor. Ganz, ganz sicher. Nicht dagegen geknallt oder irgendwas. Einen sehr kurzen Weg. Und den vorletzten Platz lässt sie sich hier nicht mehr nehmen, die Sandra. Oder? Ender ist ganz schön, hat einen Affenzahn drauf. Schafft es aber leider nicht mehr. Und damit sind alle Kandidaten durch. Und ich glaube, es sieht hier sehr, sehr gut aus für Team Retro. Aber ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt nochmal in der Punktetabelle an. So, meine Freunde, das Rennen ist vorbei. Und es war wieder mega, mega spannend. Es hat richtig Spaß gemacht. Und seid bitte nicht traurig, falls ihr hier nicht so gut abgeschnitten habt oder falls ihr verloren habt. Es werden noch weitere Rennen kommen. Vielleicht habt ihr ja nochmal die Chance. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal die Punkte an. Es ist ja relativ knapp geworden. Also es geht. Ein Team hat sich schon sehr, sehr krass abgesetzt, muss ich mal sagen. Aber wir fangen mal ganz unten an bei Team JWE. Die haben es leider nur auf den ersten Platz von hinten geschafft. Mit einmal 4 Punkten für den 7. Platz von Typhoon und 1 Punkt von Ender. Damit hat Team JWE 5 Punkte insgesamt. Danach kommt Team Blau mit 7 Punkten,
und 3 Punkten für Platz 4 und Platz 8. Das ergibt 10 Punkte. Dann gefolgt von Team Rot auf Platz 3 mit der Bronzemedaille mit 10 Punkten für den ersten Platz von Drache und 2 Punkte leider für den 9. Platz von Sandra. Das ergibt 12 Punkte, damit Platz 3. Dann kommt Team Orange hier mit 6 Punkten und 5 Punkten für Platz 5 und Platz 6. Also nicht schlecht, das sind schon mal 11 Punkte. Aber Team Orange bekommt hier natürlich nochmal einen dicken Bonus, nämlich 4 Punkte, weil sie zweimal den Sprung geschafft haben. Alle beide haben den Sprung geschafft. Damit kommen 4 Punkte obendrauf. Da haben wir insgesamt 15 Punkte. Herzlichen Glückwunsch zur Silbermedaille. Und auf Platz 1. Und die beiden gewinnen somit einen 5 Euro Amazon-Gutschein. Team Retro, ich glaube schon zum zweiten Mal, ich bin mir aber nicht sicher, mit 9 Punkten und 8 Punkten für einen souveränen Platz 2 und Platz 3. Und einer von den beiden, nämlich Chaos-Fan, dein Name war übrigens falsch geschrieben, ich habe das gerade nochmal verbessert. Kann ich dir gerade nicht zeigen, weil ich im Aufnahmemodus bin. Genau, der hat den Sprung geschafft und damit sind wir bei Team Retro bei 19 Punkten. Wieder eine sehr, sehr gute Punktzahl. Beim letzten Mal hatten wir, glaube ich, noch mehr Punkte. Also das war richtig, richtig eindeutig. Aber das Rennen war wieder super spannend. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Die beiden Gewinner, meldet euch bei mir im Discord. Der Discord-Link ist in der Videobeschreibung. Und dann bekommt ihr euren Preis. Falls ihr beim nächsten Mal auch die Chance haben wollt, hier teilzunehmen, dann müsst ihr einmal Hashtag BR unten in die Kommentare schreiben. Und mit etwas Glück seid ihr dann beim nächsten Mal dabei. Beim nächsten Mal ist wahrscheinlich erstmal wieder ein Kampf dran. Und dann beim übernächsten Mal wieder ein Rennen. Muss ich mal schauen. Und ja, wir gucken mal. Für die VIPs wird es jetzt in Zukunft so sein, dass ich einen exklusiven VIP-Platz immer verlose. Das heißt, ihr habt eine bessere Chance, hier teilzunehmen. Ihr habt nochmal eine Chance, nur gegen die VIPs anzutreten in der Auslosung. Ich hoffe, das ist eine coole Sache. Ihr unterstützt mich. Dafür bekommt ihr einen kleinen Vorteil. Ist, glaube ich, relativ fair. Und falls euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und damit verabschiede ich mich. Haut rein, macht's gut. Euer Dandy.